Hallo und herzlich willkommen. Ich spiele hier ein neues Flash-Game und mir ist halt aufgefallen, dass ich meinem Namen irgendwie nicht so richtig gerecht werde, Miss Kitten. Und da habe ich eben ein paar Spiele gesucht und gefunden, die ganz unterhaltsam anzusehen sind und die ich gerne mal spielen möchte. Dieses hier ist japanisch, wie man ja sieht. Man kann auswählen zwischen Englisch und Japanisch. Und heißt Escape from the Cat Room, also aus dem Katzenzimmer entkommen. Gut, wir wählen Englisch. Hallo Nummer 0. Ja, es ist etwas komisch mit dem Englischen, aber egal. Es jedenfalls, bist du wach? Ja, also die ältere Schwester ruht sich heute aus, also habe ich jetzt das Kommando. Ja, ich habe das Experiment wiederholt und deswegen kannst du die Sprache jetzt flüssig hören. Wie auch immer, es ist zwar bedauernswert, ich bin das Zimmer und es wurde mir erlaubt, das zu mögen, sogar wenn das Hören von der Verständigungsfähigkeiten verbessert ist, ist es nicht so sehr bedeutungsvoll. Außerdem wirst du jetzt nur noch sinnlos brabbeln. Und warum? Weil ein Roboter so ist. Hahaha. Wenn du Hinweise willst, dann melde dich beim Google-Account an. Die Schwierigkeit des Experiments ist normal. Viel Glück bei gutem Kampf. Okay. Ja, also wir befinden uns jetzt in einem Zimmer mit ganz vielen merkwürdigen Katzen und ja, ich weiß nicht, ob ihr die Einleitung verstanden habt. Also ja, wir müssen jedenfalls hier raus und die Tür öffnet sich nicht. Dann haben wir diese Katze. Und die hat einen Schlüssel unter ihrem Hut. Ja, und hier haben wir einen Pfeil. Ich habe den Schlüssel genommen, ja. Und wir müssen ein Schlüsselloch finden. Na, hier ist doch eins. Ja. Ja, es ist gefährlich. Die Katze mit dem Küchenmesser, ist rausgekommen. Mann. Aus dem Zimmer mit den Katzen, die Tür öffnet sich nicht. Und das Viech hier ist hungrig. Die Stimme von wo sie gehört werden kann. Ich habe. Aha. Ach so, es ist eine Pfeife. Aha. Ja, also da haben wir jetzt jedenfalls die Nadel reingetan und damit können wir jetzt schießen. Und da müssen wohl was zwei Zahlen rein. Irgendwas ist unter der Katze. Na gut, gehen wir mal ins andere Zimmer. Ja, die hält eine Schachtel. Und da ist ein Auge. Wir können der Katze auch ein Auge rausnehmen, dann schließt sich das Auge. Ja. Ja, und mit diesem Pfeil haben wir jetzt den,
Ballon da zum Platzen gebracht und einen Fisch bekommen, weil die Katze anscheinend von Fischen geträumt hat. Ist ja logisch, wenn man träumt und aufgeweckt wird, dann fallen die Gegenstände, von denen man träumt, auf einfach so raus. Das ist ganz normal. Aber das Viech hat ja Hunger, danke sagt es. Und die Tür hat sich geöffnet und wir haben Handschuhe. Oh, was machen wir mit Handschuhen? Also auf jeden Fall nicht die Katze verscheuchen. Wer könnte denn Handschuhe wollen? Da schläft irgendjemand. Die Katze ist immer noch etwas verwirrt und schlaftrunken. Ah, die Katzen sehen auch irgendwie gruselig aus. Nein, da können wir noch nicht dran. Mal die Handschuhe genauer ansehen. Ja, damit kann man etwas halten, was schwer zu halten ist. Ja, und die Leiter geht nicht runter. Was ist denn hier schwer zu halten? Da ist nur die böse Katze mit dem Küchenmesser. Ja. Wozu braucht man die Handschuhe? Oh, was könnte man denn hier halten? Vielleicht die Katze? Nein, die kriegt man damit auch nicht weg. Oh, das geht so wohl nicht weiter. Da müssen wir mal schauen, was könnte denn hier... Wollt ihr vielleicht die Handschuhe? Nein. Du willst sie auch nicht? Du auch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Oh. Ah, wozu braucht man nur die Handschuhe? Nein, hier komme ich erstmal nicht weiter. Ja, also, ach, die muss man am... Ja, die muss man einfach am Schwanz wegziehen. Okay, die ist jetzt... Die hat jetzt was, losgelassen. Das ist eine Uhr. Naja, eine Uhr ist ja gut. Ja, die fing an zu läuten und die Katze... ist böse, wachte auf und brachte das Bett zum Beben, sodass die Leiter runterkam. Ja, das Bett zittert. Ja, weiß, schwarz, schwarz, weiß, weiß. Ja, das ist eben so ein, das ist ein Hinweis, wie die zwei Katzen da unten, wie man die anklicken soll. Also, weiß,
Dann schwarz, schwarz, weiß, weiß. Schwarz, weiß. Naja, dann probieren wir das mal. Weil die ja eben schwarz und weiß sind. Also erstmal hier. Dann die. Dann noch zweimal die. Dann die. Dann die. Ja, und das Puzzle hat sich gelöst. Und da kann man irgendein Geräusch hören. Und die Box hat sich geöffnet. Da haben wir ein gekochtes Ei bekommen. Ja. Offenbar schon geschält. Das könnte sich doch eignen für die Katze. Ja, das sind jetzt zwei Hälften. Und wir können der Katze das hier einsetzen. Dann öffnet sich das Auge. Dem Auge können wir wiederum das Katzenauge einsetzen. Ja. Gut, hier haben wir jetzt wieder ein ein etwas schwieriges Puzzle. Ah ja, so, okay. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nochmal drehen, drehen, drehen. Oh. Ja, das ist jetzt eher unnötig, dass ihr euch das anseht. Da zeige ich dann das Endresultat. So, so sieht dann das fertige Bild aus. Eine gruselige Katze mit zwei kleinen Katzen dran und einem Fisch. Und einem Fisch-T-Shirt, Fisch-Tätowierungen, was auch immer. Ja, eine Notiz von einem Puzzle, von einer Puzzle-Illustration wurde gemacht. Ja. Ja, das habe ich genommen. 3 und 2. Da muss man kein Genie sein, um sich zu denken, das passt hier rein. Und die Tür öffnet sich. Und Fortsetzung folgt. Ja, und alle verabschieden sich und ich verabschiede mich auch mal. Tschüss.